Willkommen in meinem Haus. Treten Sie ein, wenn es Ihnen beliebt. Graf Dracula? Ich bin Dracula. Und Sie sind Harker Jonathan. Jonathan Harker. Gewiss. Kommen Sie nur herein. Wir werden uns später um Ihr Gepäck kümmern. Mein Personal steht zu dieser späten Stunde nicht zur Verfügung. Doch werde ich mich gerne selbst um Ihr Wohlergehen bemühen. Vielen Dank. Sie erlauben. Natürlich. Sie sind sicher hungrig nach Ihrer langen Reise. Über alle Maßen. Bitte nehmen Sie Platz und gönnen Sie sich eine Stärkung. Sie verzeihen, dass ich Ihnen dabei keine Gesellschaft leiste. Es ist schon spät, ich habe bereits gespeist. Außerdem trinke ich niemals Wein. Vielen Dank. Ich habe die Verträge und die Übertragungsurkunden bei mir für Ihren neuen Wohnsitz in London. Ein beträchtliches Anwesen. Das einzige Gebäude in der Nachbarschaft ist ein Hospital. Eigentlich ein privates Irrenhaus. Aber in einiger Entfernung. Ich hoffe, Ihre Anreise von Bistritz war nicht zu beschwerlich. Nein, obwohl mich jeder, den ich traf, ernsthaft davon abhalten wollte, bis hierher zu fahren. Wir sind ein abergläubisches Volk. Und das Schloss ist sehr abgelegen. Ich darf wohl sagen, dass London für Sie eine beträchtliche Umstellung bedeuten wird. Kennen Sie jemanden in England? Ich kenne Sie. Transsilvanien ist nicht England. Meine Art ist nicht die Ihre. Hier, getrennt von Freud und Leid, vermeide ich das Licht und leb in Dunkelheit. Alter Wind weht durch die Gänge und die Zinnen sind zerbrochen. Ich blieb stehen in der Zeit, ein Kind der alten Zeit, in der das Schwert regiert. Das ist vorbei. Etwas Neues, ich bin bereit, befreit von alten Geistern und meistere die Zeichen der Zeit. Bald ist alles hier vergessen, meine Zukunft liegt in England, ich such keinen eitlen Glanz. Ich bleibe auf Distanz, weil ich ein Einzelgänger bin. Ich geh und sag, leb wohl, trostlose Heimat. Mein Traum ist bald erfüllt. In eurem London wird jedes Verlangen gestillt. Sie müssen müde sein. Ich werde Sie auf Ihr Zimmer bringen. Wenn ich bemerken darf, Ihre Aussprache ist ausgezeichnet. Ich besitze eine Bibliothek mit englischen Büchern, mit deren Hilfe ich mich auf mein Abenteuer in London vorbereitet habe. Bitte. Und
Schlafen Sie morgen ruhig, solange Sie möchten.